Von der Bohne bis in die Tasse in weniger als einer Minute. Das behauptet Sage über die Sage Barista Express. Ob das wirklich stimmt und ob sich der Kauf dieses Einsteigermodells lohnt, erfahrt ihr in diesem Video. Die Sage Barista Express ist mit knapp 700 Euro eine günstige Option für alle Einsteiger im Espresso-Bereich. Wer Espresso oder Espresso-Milchgetränke zubereiten möchte, soll laut Hersteller mit der Sage Barista Express gut bedient sein. Mitgeliefert wird neben der Maschine selbst ein Milchkännchen mit Temperaturindikator, doppelwandige Filtersiebe für bereits gemahlenen Kaffee, einwandige Filtersiebe für die Zubereitung mit frisch gemahlenem Kaffee, ein Wasserfilterhalter mit Wasserfilter, eine Razer-Präzisionsklinge zum Glattstreichen des Kaffeemehls, ein Tamper, Reinigungszubehör und natürlich der Siebträger mit einem Durchmesser von 54 mm. Bevor wir zusammen ein Espresso mit Milchschaum zubereiten, hier noch ein paar erste Eindrücke von uns. Der Aufbau der Maschine ist relativ simpel. Das Einzige, was ihr machen müsst, ist den Bodenbehälter oben aufsetzen und fixieren, dann die Maschine an den Strom anstecken, den Wasserfilter für 5 Minuten in Wasser einlegen, den Wasserkanister mit maximal 2 Litern Wasser füllen und schon ist die Maschine einsatzbereit. Die Maschine wird sich im ersten Durchlauf dann einmal aufwärmen und komplett durchspülen. Etwas schwieriger hingegen war die Einstellung für einen wirklich guten Espresso. Hier brauchst du auf jeden Fall ein wenig Geduld und auch ein wenig Espresso-Wissen. Falls du mehr Infos zur Einstellung deiner Espresso-Mühle und deiner Espresso-Maschine benötigst, verlinke ich dir gerne einen Artikel in der Infobox. Richte dich also darauf ein, dass du einiges an Kaffee verwenden wirst und auch einige Espressos eventuell wegkippen wirst. Wir haben in etwa 1,5 Stunden damit verbracht, die Maschine aufzubauen und einmal die perfekten Einstellungen für den Espresso zu finden. Für unseren Jäger Santos und den Dabastia haben wir 14 Gramm Espresso verwendet. Wir haben den Mahlgrad 8 verwendet und haben ein Verhältnis von ca. 2 zu 1. Das bedeutet, dass der Bezug 28 Gramm am Ende sein sollte. Unsere Durchlaufzeit lag in etwa bei 22 bis 30 Sekunden. Die Mühle in der Sage Barista Express ist relativ gut und produziert ein sehr homogenes Mahlgut. Mit 16 Stufen ist man auf jeden Fall gut bedient. Dennoch lässt sich kritisieren, dass der Regler nicht stufenlos ist und somit kleine Feinheiten nicht perfekt angepasst werden können. Die Mühle ist jetzt nicht extrem schnell, aber auch nicht sonderlich langsam und für einen Espresso-Bezug ist das auf jeden Fall absolut in Ordnung. Schauen wir uns nun die Zubereitung eines Espressos an. Sage empfiehlt hier eine Espressomenge von 15 Gramm. Wir finden, dass der Siebträger relativ klein ist und bei 13 bis 14 Gramm ist der Siebträger schon recht voll. Somit ist leider auch der Razer relativ überflüssig. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, aber wenn ihr den Razer verwendet, werdet ihr eigentlich nur den Kaffee aus dem Siebträger herausdrücken und nicht sonderlich im Siebträger verteilen. Es ist also nicht das allerbeste Distributionstool. Für die Preisklasse ist das vielleicht aber auch gar nicht notwendig. Mit dem Tamper hingegen lässt sich relativ gut arbeiten. Liegt gut in der Hand, hat ein wenig Gewicht und man kann relativ gut Druck ausüben. Das Einzige, was ich bemängeln würde, ist, dass der Durchmesser nicht ganz perfekt für den Siebträger ist. Denn man sieht am Ende immer noch etwas Espresso am Rand des Siebträgers, was nicht ganz optimal ist. Wenn du die Maschine schon richtig eingestellt hast, kannst du mit einem einzigen Klick den Espresso extrahieren lassen. Es gibt außerdem die Möglichkeit, die Maschine zu programmieren, sodass sie eine bestimmte Sekundenanzahl läuft. Die Maschine rutscht aber leicht weg, wenn du den Siebträger zur Extraktion einsetzt. Halte die Sage also besser fest. Hier wird dir der Druck angezeigt. Der Zeiger sollte sich immer in der Mitte im grauen Bereich befinden. Sonst ist das ein Zeichen, dass dein Espresso über- oder unterextrahiert wird. Außerdem lässt sich die Temperatur des Wassers einstellen. Innerhalb von einer Minute ist dein Espresso also zubereitet. Wir haben hier im Verhältnis 2 zu 1 gebrüht. Das heißt, dass wir auf 14 Gramm Kaffee ca. 28 Gramm Espresso haben möchten. Das Ganze sollte in ca. 20 bis 30 Sekunden passieren. Kommen wir nun zum Milchschaum. Die Sage Barista Express ist ein halbautomatisierter Einkreiser. Das bedeutet, dass du nur entweder Espresso brühen oder Milch schäumen kannst. Beides gleichzeitig geht nicht. Die Milchschaumdüse der Sage Barista Express könnte ein wenig überarbeitet werden. Sie leistet gute Arbeit und produziert entweder sehr, sehr dünne Milch oder viel zu fluffige Milch. Denn zum Beispiel für Latte Art brauchen wir eine sehr weiche, feinporige, aufgeschäumte Milch.
Mit ein wenig Übung kriegt man aber einfache Latte Art ganz gut hin. Bevor du dir das Modell aber kaufst, solltest du einige Dinge beachten. Beispielsweise, dass die Einstellung des Espressos relativ lange dauern kann. Du brauchst also viel Zeit und viel Geduld und auch ein wenig Espresso-Wissen. Wir haben bei unserer Einrichtung, dem sogenannten Dial-In, ca. 15 Tassen Espresso zubereiten müssen, bis wir die perfekten Einstellungen gefunden haben. Außerdem steht die Maschine nicht extrem fest auf dem Tresen, man sollte sie also immer etwas festhalten, wenn man den Siebträger einsetzt. Außerdem ist die Milchschaumdüse relativ schwach und laut. Wenn das für dich aber nicht entscheidend ist und du zu Hause einfach nur Espresso oder Cappuccino zum Beispiel zubereiten möchtest, dann ist die Sage Barista Express auf jeden Fall eine gute Wahl. Als Alternativen können wir noch die Quickmill Orione 2000 oder die Becerra BZ10 empfehlen. Ich verlinke euch gerne beide Alternativen in der Infobox. Genauso wie die Sage Barista Express natürlich. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst und den Kanal abonniert für weitere Videos. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.